Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute gibt es wieder ein Pan-Challenge-Update für euch. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. Wie schon gesagt, gibt es ein kleines Pan-Challenge-Update für euch. Ich muss nur einmal den richtigen Zettel suchen. Ich habe ihn. Ja, da haben wir einmal. So, da hatten wir einmal das Fixing Spray von Essence. Das hatte noch 59 Gramm gewogen. Das ist aufgebraucht und wiegt jetzt noch 18. War sehr gut, kann ich euch empfehlen. Dann haben wir den Concealer. Der hatte 22 Gramm. Ja, da ist nicht mehr viel drin. Jetzt hat er noch 21 Gramm. Und ja, dem werde ich auch wieder zurückkommen. Da sage ich euch aber gleich noch was zu. Dann hatte ich einmal den Primer hier von Maybelline. Der hatte 12 Gramm gewogen und wiegt jetzt noch 7. Da ist, glaube ich, auch nicht mehr so viel drin, aber er kommt erstmal wieder zurück. Und dann habe ich auch einmal den Maybelline Augenbrauenstift. Der ist soweit aufgebraucht im Prinzip. Ich kriege ihn nicht mehr angespitzt. Der hatte 4 Gramm und hat jetzt immer noch 4 Gramm und darf jetzt gehen. Ich mochte den auch nicht so. Und ja, 2 leer, 2 noch nicht. Das ist, glaube ich, ein guter Schnitt bei 4. Ich zeige euch jetzt, was ich wieder mit reinnehme. Also auf jeden Fall den Concealer, das habe ich ja gesagt. Der wiegt ja jetzt 21 Gramm. Und den Rest zeige ich euch jetzt gleich. Ich habe mich jetzt wieder dazu entschieden, 4 Produkte zu nehmen. Und zwar habe ich hier einmal von Maybelline den Lasting Drama Eyeliner. Das ist so ein Dip Eyeliner in Matt. Mag ich sehr gerne, aber kann auch gerne mal aufgebraucht werden. Der hat noch 8 Gramm. Dann habe ich hier von Physicians Formula das CC Powder. Das sieht ja nur noch so aus. Und das wiegt noch 55 Gramm. Und einmal der Bronzer hier von Essence. Und zwar ist das der Adventure Evade. Den hatte ich ja nochmal neu gepresst. Und der wiegt noch 77 Gramm. Ja, an diese 4 Produkte werde ich mich ranwagen und wir schauen mal, wie weit ich damit komme. Ja, ihr Lieben, das war auch schon mein Update, ganz schnell und zackig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Folgt mir auch gerne auf meinen Social Media Kanälen und hier auf YouTube, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!